Ja, guten Abend. Sind Sie bereit? Ich begrüße Sie herzlich, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, zur heutigen Folge von Auf der Höhe, Diagnosen zur Zeit. Vielleicht sind Sie etwas überrascht, mich hier zu sehen und nicht Peter Siller, der diese Reihe normalerweise moderiert. Peter Siller ist leider kurzfristig erkrankt und ich habe die Ehre, ihn heute hier zu vertreten als Moderatorin. Mein Name ist Sabine Drewes, ich bin bei der Heinrich-Böll-Stiftung Referentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung. Ich begrüße auch sehr herzlich den Referenten des heutigen Abends, Martin Kronau. Herzlich willkommen. Ich werde ihn gleich noch etwas ausführlicher vorstellen. Ich möchte aber gerne vorher noch für diejenigen von Ihnen, die zum ersten Mal hier sind, ein paar Worte zu dieser Reihe verlieren. Zum Konzept. Wir haben uns dabei von Siegfried Krakauer inspirieren lassen, der gesagt hat, der Geist einer Epoche lässt sich am besten aus ihren Oberflächenäußerungen bestimmen. Und deswegen steigen wir auf einen symbolischen Hochsitz, den Sie da sehen, und werfen von dort aus einen Blick auf verschiedene aktuelle Phänomene als Format, als Orientierung, dient uns dabei das Alphabet. Also wir fangen bei A an. Das hat Dietrich Dietrichsen gemacht mit dem Vortrag zum Begriff Authentizität. Weiter ging es mit Burnout und so weiter. Und heute sind wir schließlich beim Buchstaben G angelangt, wie Gentrifizierung oder auch Polarisierung zur Polarisierung unserer Städte. Also hinter diesem Hochsitz auf dieser Leinwand wird gleich die Sonne aufgehen. Das ist unsere Sonnenuhr, also das Ganze ist in einem Zeitraffer, wird hinter uns ein Tag vergehen, aber hier im Raum nur 90 Minuten, das ist die Dauer dieser Veranstaltung, und wenn das Licht ausgeht, wenn die Sonne untergeht, dann wird auch diese Veranstaltung ihrem Ende entgegengehen, aber es gibt dann noch die Möglichkeit, sich anschließend in der Cafeteria bei Wein und Brezeln auszutauschen, also die herzliche Einladung jetzt schon mal an dieser Stelle, dass Sie vielleicht noch ein bisschen da bleiben. Ich möchte auch gerne noch einen kleinen Ausblick werfen auf die nächste Veranstaltung, dass Sie das auch schon mal gehört haben. Am 27. April wird der Medienwissenschaftler Dirk Porzelt über den Buchstaben H reden, nämlich Humor, wie Heute-Show und so weiter unseren Blick auf Politik verändern. Das schon mal als kleiner Ausblick aufs nächste Mal, den dann wieder mit Sicherheit Peter Siller moderieren wird. Also als Referenten des heutigen Abends begrüße ich sehr herzlich Martin Kronauer. Er ist Soziologe und lehrt seit 2002 als Professor für Strukturwandel und Wohlfahrtsstaat in internationaler Perspektive an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Zuvor war er 15 Jahre lang wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter am Soziologischen Forschungsinstitut SOFI an der Universität Göttingen. Und er ist Autor einiger Standardwerke, Sammelbände eben zu diesem Thema, worüber wir heute hier reden, hat unter anderem 2004 den Sammelband An den Rändern der Städte mit herausgegeben mit Walter Siebel und Hartmut Häusermann, und 2013 folgte dann Polarisierte Städte, soziale Ungleichheit als Herausforderung für die Stadtpolitik. Ja, herzlich willkommen, Herr Kronauer. Der Abend ist so wie immer. Herr Kronauer wird zunächst in einem Vortrag in das Thema einführen, und hinterher haben wir dann noch ausführlich Gelegenheit, über das Thema zu diskutieren. Also hier noch schon mal die herzliche Einladung, sich daran zu beteiligen. Und jetzt gilt Herrn Kronauer unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Bitte schön. Also herzlichen Dank für die Einladung in dieser prominenten Reihe und für die freundliche Begrüßung, und herzlichen Dank für die Einführung, warum in dem Titel das Gentrifizierung am Anfang steht. Ich habe es erst nicht verstanden und jetzt verstehe ich es, weil es im Alphabet vor P kommt. Wenn ich im Folgenden von Polarisierung spreche, ich beginne also mit dem P, dann in erster Linie
von der Polarisierung von Einkommen und Vermögen und wie sie sich in welche sozialen Auswirkungen sie in den Städten hat. Eine Polarisierung in der Verteilung der Einkommen ist zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik zwischen der Mitte der 1990er und Mitte der 2000er Jahre aufgetreten. Polarisierung ist dabei in einem strengen Sinn gemeint. Die beiden Pole der Verteilung, die reichen und die armen Haushalte, nahmen zu. Die Zahl der Haushalte mit mittlerem Einkommen ging zurück. Und diese Tendenz wurde Mitte der 2000er Jahre zunächst einmal gestoppt, aber trotz steigender Erwerbsbeteiligung nicht mehr umgekehrt. Die Polarisierung der Einkommen ist die eine Seite, die der Vermögen die andere in der gegenwärtigen Reichtumsverteilung in der Bundesrepublik. Deutschland weist, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung feststellte, innerhalb der Eurozone die größte Ungleichheit der Vermögen auf. Kürzlich musste das Institut seine Schätzungen der Spitzenvermögungen, die ja statistisch schwer zu fassen sind, nochmals nach oben korrigieren. Demnach besitzt das reichste Prozent der Haushalte rund ein Drittel des gesamten Nettovermögens in der Bundesrepublik. Die reichsten 10% der Haushalte vereinigen auf sich zwischen 63% und 74% dieses Vermögens. Diese Polarisierung der Einkommen macht sich am stärksten innerhalb der Stadtregionen bemerkbar. Zusammen mit der exorbitanten Ungleichheit der Vermögen hat dies erhebliche Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Dabei bestehen allerdings auch beträchtliche Unterschiede zwischen den Städten, zwischen schrumpfenden und wachsenden Städten, zwischen Städten im industriellen Niedergang und Städten im Aufschwung der Dienstleistungsbeschäftigung. Auf die Verbindung zwischen der Polarisierung von Einkommen und Vermögen mit dem städtischen Wohnungsmarkt und auf die sozialen Folgen dieser Verbindung spielt der Titel dieser Veranstaltung an, so wie ich ihn jedenfalls verstehe, Gentrifizierung von der Polarisierung unserer Städte. So wie dieser Titel formuliert wurde, betrifft er allerdings vor allem die Großstädte mit wachsender Bevölkerung, also Städte wie Hamburg, München, Köln, Frankfurt und Stuttgart, aber auch das sehr viel ärmere Berlin. Von diesen Städten werden jeweils erhebliche Mietsteigerungen berichtet. Im Folgenden komme ich zunächst auf die Polarisierung der Einkommen und Vermögen in den Städten zurück, die sich in einer zunehmenden Ungleichheit an den Wohnungsmärkten niederschlägt. Danach gehe ich auf den Begriff der Gentrifizierung ein. Er bezeichnet die Verdrängung einkommensschwächerer Haushalte durch wohlhabendere Haushalte in städtischen Quartieren, somit einen wichtigen Aspekt dieser Ungleichheit an den Wohnungsmärkten. Allerdings erfasst er nur unzureichend, was in den wachsenden Großstädten derzeit am Wohnungsmarkt passiert. Warum die Verbindung von Einkommensungleichheit und Ungleichheit in den Wohnverhältnissen, die Tendenz zur Polarisierung der Städte also problematisch ist und welche Konflikte sie hervorruft, darauf komme ich anschließend zu sprechen. Was können Städte gegen die zunehmende Einkommenspolarisierung ihre sozialen Folgen tun? Auf sich allein gestellt wenig. Aber es gibt durchaus Ansatzpunkte, die für eine solche Politik wichtig sind oder genauer zumindest wichtig wären, wenn sie denn aufgegriffen würden. Einige werde ich kurz umreißen und zum Schluss auf die Frage eingehen, welche Allianzen auf kommunaler Ebene für eine solche Politik vielleicht gebildet werden könnten oder vielleicht auch nicht. Zunächst also zur Polarisierung der Einkommen in den Stadtregionen. Jan Göbel und Martin Gornick vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung haben in Zusammenarbeit mit dem Stadtsoziologen Hartmut Häusermann zeigen können, dass zwischen den Jahren 2000 und 2006 in allen Stadtregionen in Deutschland eine Polarisierung der Einkommen stattgefunden hat und dass diese stärker ausfiel als in den Nicht-Agglomerationsräumen, also in den nicht-städtischen Räumen. Sie konnten darüber hinaus aber auch nachweisen, dass sich die Stadtregionen im Ausmaß der Polarisierung
je nach der Entwicklung ihrer Branchen und Beschäftigungsstruktur unterscheiden. Die Einkommen gingen dort am stärksten auseinander, wo die Dienstleistungsbeschäftigung auf Kosten der industriellen Beschäftigung zunahm. In den Stadtregionen mit, wie Sie es nannten, industrieller Schrumpfung und denen mit tertiärem Wachstum. Bei industrieller Schrumpfung geht die Beschäftigung in der Industrie zurück, die Dienstleistungsbeschäftigung wächst, aber der Gesamtbeschäftigungseffekt bleibt negativ. In solchen Stadtregionen stieg der Anteil der Haushalte mit niedrigem Einkommen am stärksten an, ebenso der Anteil mit den höchsten Einkommen. An den Einkommensmittelwerten allerdings änderte sich für die Haushalte jeweils mit niedrigem und hohem Einkommen wenig bis gar nichts. Anders in der Konstellation des tertiären Wachstums, bei der die Dienstleistungsbeschäftigung den Verlust an Industriebeschäftigung mehr als kompensiert, sodass ein positiver Gesamtbeschäftigungseffekt entsteht. Hier nahm zwar die Einkommenspolarisierung in geringerem Maße als bei industrieller Schrumpfung zu, die Einkommensmittelwerte der Haushalte mit niedrigem Einkommen gingen aber am stärksten zurück. Die der Haushalte mit hohem Einkommen stiegen am stärksten an. Die Armen wurden also nicht nur mehr, sondern zugleich auch deutlich ärmer. Die Reichen wurden ebenfalls mehr und deutlich reicher. Die Einkommen polarisierten sich nicht nur relativ, sondern auch absolut. Die einen hatten mehr, die anderen weniger Geld auf dem Konto. Die Einkommenspolarisierung setzte sich in den westdeutschen Stadtregionen auch noch nach 2006 fort. Die Untersuchung ging weiter bis 2010. Nicht allerdings der absolute Rückgang der Einkommensmittelwerte bei den Haushalten mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Hier machte sich der Aufschwung am Arbeitsmarkt nach der Krise positiv bemerkbar. Was zeigen diese Befunde für unser Thema? Sie belegen auf stadtregionaler Ebene, dass es beträchtliche sektorale Unterschiede bei der Einkommensverteilung unter Dienstleistungsbeschäftigten und industriell Beschäftigten in Deutschland gibt. Diese lassen sich unter sonst gleichen politischen Rahmenbedingungen zurückführen auf Unterschiede im gewerkschaftlichen Organisationsgrad in den beiden Sektoren, auf Unterschiede in den Beschäftigungsverhältnissen, Betriebsgrößen und in der Produktivität. Alle diese Unterschiede tragen dazu bei, dass die Einkommen im Dienstleistungssektor ungleicher verteilt sind als im industriellen Sektor und das insbesondere in den Städten. Der expandierende Dienstleistungssektor wirkt also, so wie die Dinge derzeit liegen, als ein Treiber der Einkommenspolarisierung in den Städten. Aber nicht nur das. Er wirkt auch als Magnet, der junge, qualifizierte Angehörige der Mittelklassen anzieht. Viele Großstädte konnten den Trend der Abwanderung der 1990er Jahren umkehren. Sie sind für akademisch Ausgebildete wieder attraktiv geworden. Wegen neuer Arbeitsformen, die eine Nähe von Wohnung und Arbeitsstelle erfordern, wegen der Verfügbarkeit sozialer Netze, die dabei helfen, beruflich auf wechselnde Marktanforderungen reagieren zu können, wegen der Infrastruktur vor allem, die es Frauen erleichtert, erwerbstätig zu sein und gleichzeitig allein oder im doppeltverdienenden Paarhaushalt Kinder großzuziehen und nicht zuletzt wegen der vielfältigen kulturellen und sozialen Angebote, die einen urbanen Lebensstil ermöglichen. Zum urbanen Lebensstil gehört, wie Sie alle wissen, auch ein urbanes Wohnambiente. Das kann durchaus unterschiedlich ausfallen und ändert sich normalerweise im Verlauf des Lebenszyklus. Urbanes Wohnambiente kann die Wohngemeinschaft in der Gründerzeitwohnung im Kiez sein, aber auch die Eigentumswohnung im genossenschaftlich organisierten Neubau. In jedem Fall spielen die Zentralität der Lage eine Rolle, die Infrastruktur und das soziale Umfeld sowie Bausubstanz und Ästhetik von Gebäude und Wohnung. Einen entscheidenden Faktor bei Wohnungs- und Wohnstandortwahl im Lebenszyklus aber stellt die Familiengründung dar. Sie ist in den Mittelklassen nicht nur mit Veränderungen im Einkommen verbunden, sondern auch mit sehr bewussten Entscheidungen darüber, in welchem sozialen Umfeld die Kinder aufwachsen sollen und welches Umfeld dabei als besonders fördernd anzusehen sei.
Dies gilt auch für die jungen urbanen Mittelklassefamilien, die nicht in die Vororte ziehen, sondern in den Innenstädten bleiben wollen. Die Antwort fällt spätestens an diesem Punkt der Biografie in den meisten Fällen eindeutig aus. Als Entscheidung für soziale Homogenität in der unmittelbaren Nachbarschaft, im Kindergarten, in der Schule. Damit ist bereits ein wichtiger Aspekt des Themas Gentrifizierung und ihres Pendants der sozialräumlichen Segregation in den Städten angesprochen. Die von der wissensbasierten Dienstleistungsökonomie angezogenen Angehörigen einer akademisch ausgebildeten Mittelklasse, gelegentlich auch zur Creative Class, zur kreativen Klasse stilisiert, geraten mit ihren Lebensstilen und Wohnambitionen auf dem Wohnungsmarkt immer wieder in Konkurrenz zu armen Haushalten oder Haushalten mit bescheidenen Einkommen in innerstädtischen Vierteln, häufig Gebieten mit hohen Anteilen von Migrantinnen und Migranten. Und ihre sozialen Grenzen der Vielfaltstoleranz sind besonders schnell dann erreicht, wenn es um die Schulen geht. Es ist dies allerdings nur ein Aspekt der Gentrifizierung, auf den ich gleich weiter zu sprechen komme. In der öffentlichen Diskussion um die Transformation der Innenstädte wird er besonders hervorgehoben und in lokalen Auseinandersetzungen gelegentlich skandalisiert. Der wirkliche Reichtum aber, in dem sich die Polarisierung der Vermögen ausdrückt, gerät dabei rasch aus dem Blick. Er zeigt sich in den Investitionen von Großanlegern in Luxusneubauten, die sich an einer weit wohlhabenderen Klientel ausrichten. Wer sich davon einen ersten Eindruck verschaffen will, ohne selbst zur Klientel zu gehören, und das gilt vermutlich für die meisten hier im Raum, braucht nur einen Blick auf die einschlägige Werbung auf den Internetseiten zu werfen. Und damit bin ich beim Thema der Gentrifizierung. Den Begriff Gentrification hat die Engländerin Ruth Glass bereits 1964 in die Diskussion über Stadtentwicklung eingeführt. Sie beschrieb seinerzeit die soziale Veränderung eines Londoner Arbeiterviertels durch den Zuzug von Angehörigen der Mittelschicht. Dabei bediente sie sich einer Analogie zum 18. Jahrhundert, als Angehörige des niederen Adels, der Gentry, in die Innenstädte zogen. Populär wurde der Begriff in der und durch die Stadtforschung der 1980er Jahre in England und den USA. In den USA ging es dabei vor allem um die ökonomische Aufwertung von Grundstücken und Immobilien in einigen Armutsquartieren, die in der Nähe der prosperierenden Geschäftszentren von Großstädten lagen. Während die Stadtverwaltungen und die offizielle Politik diesen Prozess als Revitalisierung der Innenstädte begrüßten, beklagten Kritiker die Verdrängung der meist afroamerikanischen und hispanischen Bewohner aus den Vierteln. Schon damals erkannten Stadtforscherinnen und Stadtforscher, dass Gentrifizierung nur ein Element innerhalb eines weit umfassenderen Strukturwandels amerikanischer Städte darstellte, dass zu diesem Strukturwandel wesentlich die Verschiebung von der Industrie zur Dienstleistungsbeschäftigung gehörte und dass er in den USA bereits seit den 1970er Jahren von einer wachsenden Ungleichheit, ja Polarisierung der Einkommen und Vermögen begleitet wurde. Heißt es also, wenn wir heute in Deutschland von Gentrifizierung und Polarisierung sprechen, dass sich der Wohnungsmarkt deutscher Großstädte in Richtung amerikanischer Verhältnisse bewegt? Dagegen spricht vor allem der sehr viel größere Anteil der Mietwohnungen in den deutschen Städten. Der stärkere Einfluss, den die Gesetzgebung hier auf den Wohnungsmarkt, die Miethöhe, den Mieterschutz ausübt, aber auch der noch immer erhebliche Wohnungsbestand in städtischem Eigentum. Andererseits gilt aber auch, diese politische Schutzwand, die die Übertragung der Einkommens- und Vermögensungleichheit auf die Ungleichheit der Wohnverhältnisse noch immer dämpft, weist bereits erhebliche Löcher auf. Werden sie nicht geschlossen, treibt dies die Lebensverhältnisse in den Städten weiter auseinander. Polarisierung als Tendenz bedeutet somit nicht, dass sie nicht aufgehalten werden könnte. Dies erforderte aber, die politische Schutzwand zu verstärken. Davon wird noch die Rede sein. Was also ist mit Gentrifizierung gemeint? Auf die Begriffsbedeutung habe ich bereits hingewiesen, die Verdrängung einkommensschwächerer Haushalte durch wohlhabendere Haushalte in einem Wohngebiet.
Dieser Bevölkerungsaustausch ist mit einem Anstieg der Mieten und Wohneigentumswerte sowie verzögert der Grundstückspreise verbunden. Die Umwandlung kann von innen durch die Modernisierung von Wohnungen durch die Eigentümer angestoßen werden oder von außen den Zuzug von Bewohnern mit größeren finanziellen Ressourcen oder zunächst auch nur mit der Ressource höherer Bildung. In der Regel ist dieser zweite Anstoßpunkt gemeint, wenn von Gentrifizierung die Rede ist. Der als typisch angesehene Prozess der Gentrifizierung erfolgt demnach in verschiedenen Phasen, in denen jeweils unterschiedliche Akteure zum Zug kommen. Dabei geht eine symbolische Inwertsetzung des Viertels der ökonomischen voraus. Die sogenannten Pioniere der ersten Phase haben wenig Geld, aber ihre eigenen Lebensentwürfe, die sie verwirklichen wollen. Sie suchen und finden ihre Nische in der sozialen und ethnischen Vielfalt des Viertels. Ohne es zu intendieren, bereiten sie die Infrastruktur für die zweite Phase vor, machen das Viertel durch Kneipen, Galerien und so weiter für Außenstehende interessant, ziehen weitere Pioniere nach, aber auch die erste Generation der sogenannten Gentrifizierer. Paare mit höherer Schulbildung und höherem Einkommen, die bereits den Trend zur besseren Wohngegend wahrnehmen und auch nutzen wollen. In dieser Phase beginnen sich bereits Immobilienmakler und Banken für das Gebiet zu interessieren. Einzelne Modernisierungen werden vorgenommen. Die Mieten steigen, sind aber immer noch günstig. Erste alteingesessene Haushalte ziehen aus, insbesondere nach Mieterhöhungen in der Folge der Modernisierungen. In der dritten Phase verstärkt sich der Zuzug der Gentrifier und es kommt zu Konflikten mit den Pionieren, die sich der Umwandlung ihres Viertels widersetzen. Die Infrastruktur der Restaurants und Geschäfte ändert sich, auch die Gewerbemieten steigen und mit ihnen die Preise der angebotenen Leistungen. Modernisierungen nehmen zu, ebenso die Umwandlungen in Eigentumswohnungen. Vermehrt verlassen Bewohner aus der ersten Phase oder aus den Vorphasen, darunter auch Pioniere, die Viertel, sei es, weil sie die Miete nicht mehr aufbringen können, sei es, weil sie den veränderten Charakter des Viertels ablehnen. In der vierten Phase schließlich ziehen die einkommensstärksten Haushalte nach. Das Gebiet gilt als eine sichere Kapitalanlage, wie es der Stadtsoziologe Jürgen Friedrichs formuliert. An diesem empirisch gestützten, aber gleichwohl stilisierten Modell ist mindestens eine wichtige Relativierung angebracht. Sie betrifft die zeitliche Streckung und Tiefe der Gentrifizierungsprozesse. Dem idealtypischen Verlaufsmuster nach stellt Gentrifizierung lediglich eine Übergangskonstellation dar, innerhalb deren ein Austausch in der sozialen Zusammensetzung der Bewohnerschaft stattfindet. Arme und einkommensschwächere Haushalte werden durch wohlhabendere und schließlich ausgesprochen wohlhabende Haushalte ersetzt. Die Klassenstruktur des Gebiets ändert sich vollständig. Tatsächlich kann sich der Prozess aber über erhebliche Zeiträume erstrecken, kann lange Zeit eine soziale Mischung erhalten bleiben, wenn auch in mehr oder weniger stark veränderten Proportionen. Der amerikanische Stadtsoziologe Freeman argumentiert sogar dafür, dass man Gentrifizierung nicht nur als eine Übergangsform, sondern als einen eigenen Quartierstypus ansehen sollte. Wie lange die Mischung erhalten bleibt, hängt nicht zuletzt von der Stärke besagter politischer Schutzwand für die einkommensschwächeren Haushalte ab. Wenn es sich aber so verhält, wirft dies die Frage nach den Möglichkeiten und dem Willen zur politischen Intervention in Gentrifizierungsprozesse auf, die die Prozesse möglicherweise verlangsamen oder auch eine Mischungsbalance herstellen könnten. Auch dazu. Das Gentrifizierungsmodell erfasst gut die zunächst symbolische, dann ökonomische Inwertsetzung von innerstädtischen Gebieten mit für die urbanen Mittelklassen attraktiver Wohnsubstanz, Bausubstanz, wie wir sie derzeit in vielen deutschen Städten, Großstädten beobachten können. In Berlin erleben wir geradezu Gentrifizierungssprünge. Betrug hier der Anteil von neu vermieteten Wohnungen mit einem Mietpreis von 8 Euro und mehr in den Jahren 2010, 2011
noch 25%, so stieg er im folgenden Jahr bereits auf 40%, in Friedrichshain-Kreuzberg aber auf 70%. Im Hamburger Schanzenviertel oder in St. Pauli dürften ähnliche Sprünge anzutreffen sein, ich habe es nicht geprüft, nur mit dem für Hamburg charakteristischen höheren Ausgangsniveau der Mieten. Die ökonomische Aufwertung von Wohngebieten kann aber auch auf ganz andere Weise in Gang gesetzt werden. Durch politisch initiierte Großprojekte zum Beispiel. So dürfte etwa die gerade gebaute neue Zentrale des Bundesnachrichtendienstes in Berlin-Mitte auf die Mieten der angrenzenden Gebiete des Berliner Wedding ausstrahlen. Oder durch Bürogebäude, die von und für Privatunternehmen errichtet werden. In solchen Fällen findet die Steigerung von Mieten und Bodenpreisen in benachbarten Wohngebieten, wie Untersuchungen gezeigt haben, sogar noch rascher statt als bei der Gentrifizierung durch Zuzug. Und schließlich sind Immobilien gerade nach der Finanzmarktkrise und insbesondere in den Großstädten mit starker Nachfrage zu einem besonders begehrten Spekulationsobjekt geworden. Bei institutionellen ebenso wie bei privaten Anlegern. Das treibt die Preise, solange der Boom anhält, nach oben. In diesem Phänomen zeigt sich die Polarisierung der deutschen und internationalen Vermögen in den Städten am deutlichsten. Die Kehrseite der Gentrifizierung in ihren verschiedenen Spielarten sind die Verdrängung einkommensschwacher Haushalte und gleichzeitig die Verknappung des für sie erschwinglichen Segments am Wohnungsmarkt. Diese Kombination ist entscheidend. Verdrängung kann unterschiedliche Formen annehmen. Direkt ökonomische, wenn die Mieten etwa nach Modernisierung nicht mehr aufgebracht werden können, durch Abfindungen versüßte oder aber durch Schikanen erzwungene. Die Verknappung findet innerhalb des Viertels durch Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen statt oder durch Mietsteigerungen bei Neuvermietung. Bundesweit berechnete das Pestel-Institut für 2010 einen Bedarf an Sozialwohnungen von 5,65 Millionen bei einem aktuellen Bestand von 1,5 Millionen. In dieser Diskrepanz schlägt sich der Rückzug des Bundes vom Sozialwohnungsbau seit den 1980er Jahren nieder. Aber Wohnungen selbst haben zur Verknappung beigetragen, einerseits durch den Verkauf von öffentlichen Wohnungsbeständen, andererseits, wie zum Beispiel in Berlin und Hamburg, durch die Verpflichtung der Wohnungsbaugesellschaften, mit den restlichen Beständen einen Überschuss zu erwirtschaften, um den städtischen Haushalt aufzufüllen und dementsprechend die Mieten zu gestalten. In Berlin ist der Bestand durch Privatisierung von 482.000 Wohnungen im Jahr 1990 auf 149.000 Wohnungen im Jahr 2011 geschrumpft. Die Verdrängung einkommensschwacher Haushalte aus ökonomisch in Verbindung mit der Verknappung der für sie erschwinglichen Wohnungen führt zu verstärkter sozialer Segregation, das heißt zur Konzentration armer Haushalte in den ihnen noch zugänglichen Wohnungsbeständen und Quartieren. Soweit hierzu empirische Studien im Zeitverlauf vorliegen, zeigen sie, dass in den meisten untersuchten Städten die soziale Segregation, interessanterweise nicht aber die ethnische Segregation, seit den 1990er Jahren zugenommen hat. In der Phase zunehmender absoluter Einkommenspolarisierung zwischen 2000 und 2006, als die Armen nicht nur zahlreicher wurden, sondern auch weniger Geld zur Verfügung hatten, konzentrierten sich zudem die Haushalte mit niedrigem Einkommen verstärkt in solchen Stadtvierteln, die von den Forscherinnen und Forschern nach sozialen und baulichen Merkmalen als prekäre Gebiete eingestuft wurden. Warum stellt die Tendenz zur Polarisierung der Städte ein Problem dar? Urbanität als Lebensweise setzt voraus, dass grundlegende Interessen aller Stadtbürgerinnen und Stadtbürger zur Geltung gebracht werden, dass alle Zugang zu erschwinglichem, kulturellen Standards entsprechenden Wohnraum und verlässlicher Infrastruktur haben und gemeinsam öffentliche Räume nutzen können, in denen sie sich als Fremde begegnen, ohne sich bedroht fühlen zu müssen. Diese urbane Qualität gerät in Gefahr,
Wenn Ungleichheit zu sozialer Spaltung wird, sich die Reichen in geschützten Vierteln und Wohnkomplexen abkoppeln von den Geschicken der Stadt, die Mittelklassen aus Angst vor sozialem Abstieg für sozial homogene Schulen und Nachbarschaften kämpfen und die armen Haushalte in Quartiere abgedrängt werden, die sie zusätzlich isolieren und benachteiligen. Aufgabe kommunaler Politik war es immer und ist es deshalb, zu einem sozialen Ausgleich beizutragen. Gerade dies wird durch die Einkommens- und Vermögenspolarisierung aber wiederum zunehmend erschwert. Was können Städte gegen die Einkommenspolarisierung ihre sozialen Folgen tun? Wenig, wenn sie darin nicht auf den anderen politischen Ebenen unterstützt werden. Denn auf die Ursachen der zunehmenden Armut und der Polarisierung von Einkommen und Vermögen haben sie nur einen geringen Einfluss. Die Umbrüche in den Arbeits- und Beschäftigungsverhältnissen während der letzten 2,5 Jahrzehnte, die politische Entfesselung der Finanzmärkte, die Veränderung der Haushaltsformen, die veränderten Migrationsanlässe und Migrationsmuster, die jeweils neue Ungleichheiten und zunehmende Armutsrisiken haben entstehen lassen, liegen jenseits der Verantwortung der Kommunen. Gleiches gilt für die Steuer-, Arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Entscheidungen auf Bundes- und Länderebene, die erheblich dazu beigetragen haben, die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergehen zu lassen. Darüber hinaus sind die Kommunen zwar unmittelbar mit den Folgen von Einkommenspolarisierung und Armut konfrontiert, in ihren finanziellen Handlungsspielräumen aber in hohem Maße von Bundes- und Landesmitteln abhängig, die notorisch knapp gehalten werden. Gleichzeitig sind sie im Zuschnitt der ihnen im Föderalismus übertragenen Aufgaben deutlich eingeschränkt. Das gilt insbesondere für den wichtigen Schulbereich, aber auch für die Erbringung von Sozialleistungen im engeren Sinn. Allerdings haben die Städte auch ihnen genuin zustehende Ressourcen preisgegeben. Auf die Privatisierung von Wohnungsbeständen in öffentlicher Hand habe ich schon hingewiesen. Gleiches gilt für die Privatisierung oder Teilprivatisierung von kommunalen Dienstleistungen der Daseinsfürsorge, von Energieversorgung, Wasserwerken und Abwasserentsorgung, öffentlichem Nahverkehr. Zum Teil sind die Kommunen dabei abenteuerliche Cross-Border-Leasing-Konstruktionen eingegangen, für die sie anschließend teuer büßen mussten. Die Motive waren immer ähnlich. Der Wunsch, Haushaltslöcher zu stopfen und der Glaube oder der Wunsch daran zu glauben, an die höhere Effizienz unternehmerischen Markthandelns. Mittlerweile ist in beiderlei Hinsicht Ernüchterung eingetreten. Weder die finanziellen Erwartungen noch die an die Qualität der Leistungen haben sich in den meisten Fällen erfüllt. Bei aller berechtigten Skepsis bezüglich der Fähigkeit von Kommunen, sich aus eigener Kraft der Polarisierungstendenz zu widersetzen, möchte ich doch 5 Ansatzpunkte zumindest ansprechen, die dafür genutzt werden könnten, wenn auch immer externer Beistand notwendig wäre. 3 dieser Ansatzpunkte beziehen sich direkt auf das Thema Gentrifizierung und ihre sozialen Folgen, die beiden weiteren indirekt auf die Einkommenspolarisierung. Der erste Ansatzpunkt: Umsteuern in der Wohnungspolitik. Wohnungen sind keine Waren wie andere Waren. Sie sind immobil an einen Ort gebunden und insofern im Angebot immer begrenzt. Zudem steht das Einkommen vieler Wohnungssuchender, vielleicht der meisten, in keinem sozial vernünftigen Verhältnis zu den Kosten einer angemessenen Wohnung. Gleichzeitig ist die Wohnung aber ein notwendiges Gut, auf das niemand verzichten kann. Deshalb kann und darf der Zugang zu Wohnungen nicht allein über den Markt geregelt werden. Die Erwartung, dass expandierende Wohnungsmärkte selbst durch Sickereffekte schließlich auch den einkommensschwachen Haushalten zugutekommen würden, hat sich immer wieder als unrealistisch erwiesen. Indirekte Subventionsmaßnahmen wiederum stoßen an ihre Grenzen. So fällt es in Zeiten extrem niedriger Zinsen schwer, Bauherren zu finden, die bereit wären, im Gegenzug für Subventionen eine Mietpreisbindung zu garantieren.
Diese Praxis ist in ihren Wirkungen ohnehin fragwürdig wegen der zeitlichen Befristung der Bindung. Die Individualförderung durch das Wohngeld gilt als besonders zielgenaues Instrument, greift aber erst, wenn bereits ein Mietverhältnis eingegangen werden konnte. Sie trägt auch nicht zur Mietpreisdämpfung bei. Notwendig ist deshalb wieder ein sozialer Wohnungsbau, genossenschaftlich oder auch in anderer Weise organisiert, der langfristig erschwingliche Mieten auch unterhalb von Marktmieten sicherstellen kann und, auch das ist wichtig, in allen Gebieten der Stadt präsent ist. Dies würde in ausreichendem Maße nur gemeinsam von Bund und Kommunen zu stemmen sein. Als in Wien in den 20er Jahren die Wohngenossenschaften errichtet wurden und Wien zum Modellfall für sozialen Wohnungsbau wurde, wurde das unter anderem mit einer Luxussteuer finanziert. Es ist komisch, dass diese Frage, wie man zum Beispiel Spekulationen im Wohnungswesen dämpfen könnte, steuerlich dämpfen könnte, überhaupt nicht diskutiert wird. Der zweite Ansatzpunkt, besondere Förderung der Schulen in benachteiligten Quartieren. Dass den Kindergärten und Schulen eine zentrale Bedeutung bei der Entscheidung über die Zukunft von Kindern und Jugendlichen aus armen Haushalten zukommt, ist Common Sense. Dass die Qualität der schulischen Bildung zudem stark von der sozialen Zusammensetzung des Einzugsgebiets der Schulen beeinflusst wird, ist ebenfalls gut belegt. In Quartieren mit hohen Anteilen von armen und migrantischen Haushalten fällt die soziale Selektion in der Schülerschaft sogar noch stärker aus als im Wohnumfeld. Denn Eltern mit höherer Bildung schicken dann ihre Kinder entgegen dem Prinzip der Wohnortbindung bei der Einschulung bevorzugt auf Schulen außerhalb des Quartiers mit Schülern ebenfalls aus der Mittelschicht. Die Aufhebung dieser Wohnortbindung im Primärschulbereich würde das Problem der ungleichen Chancenverteilung allerdings nur noch verstärken. Das zeigen internationale Studien. Notwendig wäre deshalb die gezielte Förderung, gewissermaßen eine positive Diskriminierung, um es etwas provokant zu formulieren, der Schulen in Wohngebieten mit hohen Anteilen von einkommensschwachen Haushalten. Eine solche Praxis wäre bereits als Kompensation für ungleiche Bildungschancen aufgrund sozialer Herkunft gerechtfertigt. Vor allem in den innerstädtischen Wohnlagen könnte dies aber auch einen Anreiz für Eltern aus den Mittelklassen bieten, in solche Quartiere zu ziehen oder dort zu bleiben, also soziale Mischung im Quartier und in den Schulen zu stärken. Um dabei Verdrängungseffekten vorzubeugen, wären flankierende Maßnahmen des sozialen Wohnungsbaus und der öffentlichen Wohnungsförderung unverzichtbar. Das Ziel, soziale Mischung in den Schulen produktiv zu nutzen, also Leistungssteigerung mit der Stärkung von Chancengleichheit zu verbinden, stellt für alle Beteiligten eine ambitionierte Aufgabe dar. Es gibt für sie aber auch vielversprechende und zukunftsweisende Lösungsansätze. Zu realisieren wäre dies allerdings nur in einer konzertierten Aktion von Kommunen und Schulbehörden der Länder. Und gerade an diesem Punkt wäre mit einem erheblichen Widerstand in den urbanen Mittelklassen zu rechnen, somit eine besonders starke Überzeugungsarbeit zu leisten. Der dritte Ansatzpunkt, die kollektive Wirksamkeit in den benachteiligten Gebieten stärken. Kaum noch strittig in der Stadtforschung ist die Feststellung, dass die räumliche Konzentration von Armut und Arbeitslosigkeit den Menschen in dieser ohnehin benachteiligenden sozialen Lagen noch zusätzliche Benachteiligungen hinzufügt. Strittig bleibt, wie stark dabei jeweils individuelle Merkmale und Nachbarschaftseffekte wirken. Ein weitgehender Konsens besteht ebenfalls darüber, dass die räumliche Nähe von Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft allein noch keine für beide Seiten erquickliche Verbindung zwischen ihnen herstellt. Das Gegenteil kann eher der Fall sein. Dafür bedarf es erst besonderer Anlässe und einer Überschneidung von Interessen.
Deshalb sind gemeinsame Schulen in Quartieren so wichtig, weil sich dort solche Überschneidungen ergeben und zeigen können. Der Ortswechsel in eine wohlhabendere Nachbarschaft allein reicht somit nicht schon aus, um Sozialkontakte zu vermitteln, die aus der Armut herausführen. Das haben entsprechende Experimente in den USA belegt, Moving to Opportunity. Ebenso wenig ändert der Zuzug von wohlhabenden Haushalten in ein Armutsquartier bereits etwas an der Armut im Quartier. Sonst wäre Gentrifizierung ja per se die Lösung der sozialen Probleme. Jedenfalls, solange es dann überhaupt noch eine soziale Mischung im Viertel gibt. Umso wichtiger sind Interventionen im Quartier, die zur Stärkung dessen beitragen, was der amerikanische Kriminologe und Staatsforscher Robert J. Sampson die kollektive Wirksamkeit, Collective Efficacy, nennt. Er konnte zeigen, dass die Stärkung und Vernetzung zivilgesellschaftlicher Organisationen und Initiativen in benachteiligten Quartieren dazu beitragen, negative Nachbarschaftseffekte, etwa Gewalttätigkeit, abzuschwächen und das Niveau von Wohlbefinden und Gesundheit im Viertel zu heben. Bemerkenswert ist dabei insbesondere, dass er den Nachweis nicht nur für Chicago führte, sondern auch für das von konzentrierter Armut weit weniger betroffene Stockholm. Solche Interventionen können und sollen nicht Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik ersetzen, aber sie sind als flankierende Aktivitäten unverzichtbar, geben sie doch den Bewohnern auf eine sehr spezifische Weise ein Stück Kontrolle über ihr eigenes Leben zurück. Deshalb ist es notwendig, entsprechende Ansätze, wie sie zum Beispiel im Rahmen des Programms Soziale Stadt umgesetzt werden können, auszuweiten und zu vertiefen, anstatt, wie es seinerzeit geschehen ist, das Programm abzuschaffen. Jetzt ist es ja wieder aufgelegt. Und nur noch kurz die beiden Punkte, die indirekt auf die Einkommenspolarisierung wirken können. Der vierte Ansatzpunkt, Rückbesinnung auf Städte als Orte der Produktion, nicht nur von Dienstleistungen. Dieser Punkt ist meistens, wenn ich ihn aufbringe, am meisten strittig. Er ist aber unter zwei Gesichtspunkten wichtig. Die Tatsache, dass die Einkommenspolarisierung vor allem auf dem Weg der Expansion von Dienstleistungsbeschäftigung vorangetrieben wird, spricht dafür, dass sich die Städte dem oft vernachlässigten Thema Industriepolitik auch wegen der Wirkungen auf die Einkommensverteilung zuwenden. Wie eine vergleichende europäische Untersuchung für die Hans-Böckler-Stiftung gezeigt hat, gibt es dafür immer noch beträchtliche industrielle Wachstumspotenziale, gerade auch im ökologischen Bereich und auch für Berlin. Der andere Gesichtspunkt betrifft die neuen, expandierenden, überwiegend kleinbetrieblich organisierten Formen der Qualitätsproduktion für Nischenmärkte und als Zulieferer für die sogenannten kreativen Dienstleister. Sie sind auf innerstädtische Standorte angewiesen und bedürfen deshalb einer Absicherung ihrer Standorte, insbesondere durch die Flächennutzungsordnungen. Sie bieten dafür aber innovative Produkte und Arbeitsplätze unterschiedlicher Qualifikationsanforderungen. Gerade sie können, ebenso wie die sogenannte ethnische Ökonomie, zur Stabilisierung und Entwicklung von sozial gemischten Quartieren beitragen. Da gibt es natürlich einen großen anderen Konflikt, ob etwa früher genutzter industrieller Raum in Lofts zum Wohnen umgewandelt werden, in Luxuslofts, oder weiter genutzt werden für solche Betriebe. Das sind also politische Entscheidungen zu fällen. Der fünfte Ansatzpunkt, die Rekommunalisierung öffentlicher Dienstleistungen. Ich hatte bereits auf die Privatisierung oder Teilprivatisierung kommunaler Versorgungseinrichtungen hingewiesen und die vielerorts erfahrene Frustration der an sie geknüpften Erwartungen. Europaweit und auch in deutschen Städten finden deshalb zum Teil bereits erfolgreiche Initiativen von Bürgerbewegungen und Stadtverwaltungen zur Rekommunalisierung statt. Dabei können neben den Aspekten der Kosten und der Qualität der Leistungen auch weitere Aspekte der Daseinsvorsorge wieder stärker zur Geltung gebracht werden, die für die Auseinandersetzung mit der Polarisierungstendenz in den Städten von Bedeutung sind.
Dazu gehören unter anderem Einkommen und Arbeitsbedingungen in einem wieder erweiterten öffentlichen Beschäftigungssektor. Dass solche Elemente der Daseinsvorsorge überhaupt zur Geltung gebracht werden und diese Unternehmen nicht wiederum zum Füllen des Haushaltszirkels für andere Gründe genutzt werden, dazu ist es demokratische Kontrolle notwendig und dazu müssen entsprechende Einrichtungen, Gremien geschaffen werden. Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf die Interessenkonstellationen in den Städten. Ich habe einige Ansatzpunkte für eine Politik gegen die Polarisierungstendenz in den Städten genannt. Wie aber steht es um die sozialen Kräfte auf kommunaler Ebene für eine Politik gegen Polarisierung? Diejenigen, die unter der Polarisierungstendenz am meisten zu leiden haben, scheinen sich auch derzeit am wenigsten Gehör zu verschaffen. Ein Beleg dafür ist die Volksabstimmung in Hamburg über die Verlängerung der gemeinsamen Grundschulzeit. Die von der negativen Entscheidung am stärksten Betroffenen haben an der Abstimmung am wenigsten teilgenommen. Dass es gleichwohl möglich sein kann, Partizipation zumindest auf Quartiersebene zu stärken, darauf habe ich unter dem Punkt zur kollektiven Wirksamkeit hingewiesen. Was die kommunalen Verwaltungen europäischer und so auch deutscher Städte betrifft, so haben sie sich historisch nie allein der Wirtschaftsförderung, sondern immer auch dem Gemeinwohl verpflichtet gesehen. Selbst in den Zeiten der forcierten Neoliberalisierung während der 1980er und 1990er Jahre haben die Städte in den meisten europäischen Ländern diesen Anspruch nicht aufgegeben. Allerdings gaben sie mit der Privatisierung von Wohnungsbeständen und Versorgungseinrichtungen sowie der Verbetriebswirtschaftlichung des Verwaltungshandelns bereits vielfach öffentliches Terrain bei der Daseinsvorsorge preis. Die Versuche zur Rekommunalisierung sind ein Anzeichen dafür, dass viele Kommunen nach den ernüchternden Erfahrungen mit der Privatisierung wieder Terrain zurückerobern wollen. Die Handlungsspielräume dafür werden jedoch durch die nationale und europäische Politik der Schuldenbremse, nicht nur in Griechenland. Die Qualität der verfügbaren Infrastruktur und die Vielfältigkeit urbanen Lebens, die viele Städte inzwischen gerade wieder für jüngere Angehörige der Mittelklassen attraktiv machen, setzen kommunale Politiken der öffentlichen Dienstleistungen und des sozialen Ausgleichs voraus. Letztere könnten deshalb weiterhin bei den städtischen Mittelklassen Unterstützung finden. Also ich denke, es ist evident, dass gerade die Verteidigung öffentlicher Güter die meiste Unterstützung findet, quer durch die soziale Schichtung. Auch die städtischen sozialen Bewegungen, die ein Recht auf Stadt proklamieren und damit insbesondere die Versorgung mit öffentlichen Gütern einschließlich Wohnraum meiden, rekrutieren sich zu einem erheblichen Teil aus den beruflich eher prekären Angehörigen der städtischen Kulturwirtschaft. Allerdings nimmt in Zeiten der Einkommenspolarisierung auch die Statusunsicherheit in den Mittelklassen zu. Sie erstreckt sich insbesondere auf die Zukunftsperspektive der eigenen Kinder, manifestiert sich deshalb besonders in den Auseinandersetzungen über die Ausstattung und soziale Zusammensetzung der lokalen Schulen und ist eine mächtige Triebkraft der sozialräumlichen Segregation. Mit anhaltender Einkommenspolarisierung und weiterer Verknappung öffentlicher Ressourcen dürfen sich hier die sozialen Ab- und Ausgrenzungen noch verstärken. Um interne Gegenkräfte gegen die zunehmende soziale Ungleichheit mobilisieren zu können, sind die Städte somit auf externe Gegenkräfte angewiesen. Solange aber die Auseinandersetzung mit den Folgen der Einkommenspolarisierung und wachsenden Armut mehr und mehr auf die Kommunen als schwächstem Kettenglied in der föderalen Struktur abgeschoben wird, werden sich auch die Probleme der Stadt und viele ihrer Bewohner verschärfen. Ich danke Ihnen. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Kronauer, für Ihren ausführlichen Vortrag, der schon sehr viele, der sehr politisch war, ich habe ihn als sehr politisch empfunden, mit vielen
Anregungen, genau, es war eben sehr wenig akademisch, was mich natürlich sehr freut und ich glaube, das bietet uns auch viele Anknüpfungspunkte für die Diskussion. Und Sie haben eben auch einige Lösungen sozusagen genannt. Ich würde ganz gerne nochmal nachfragen, Sie haben das ja auch so schön gesagt, Gentrifizierung ist eine Phase in einem Prozess, wo eigentlich eine soziale Mischung da ist. Und wenn man jetzt sozusagen aus einer Stadtentwicklungsperspektive sagt, das ist eigentlich die Art, wie wir die Städte haben wollen, das verstehen wir unter Stadt, dass sich da verschiedene Leute begegnen. Sie hatten das ja gesagt, das könnte ja die Lösung sein. Deswegen wollte ich ganz gerne nochmal nachfragen an dieser Stelle, warum hat denn eigentlich diese Heterogenität, die Mischung, warum hat die so wenig Fans? Weil sie eben eine zeitlich begrenzte ist. Und zwar je mehr die Tendenzen am Wohnungsmarkt sich durchsetzen, von denen ich gesprochen habe. Also wenn bei jeder Neuvermietung die Mietpreise hochgehen, wenn die Modernisierung mit Anhebung von Mietpreisen verbunden ist, dann können sich, soweit zum Beispiel Mieterrechte existieren, vor allem diejenigen noch behaupten gegen die Vermieter in diesem ungleichen Machtverhältnis, die kulturelle Ressourcen haben, die wissen, wie man Gesetze liest, die sich Rat holen können bei befreundeten Anwälten. Das war zum Beispiel die Gentrifizierung in Prenzlauer Berg, war damit charakterisiert. Es gibt Mieterschutz, der aber individuell mit den Vermietern ausgehandelt werden muss. Und dabei waren gerade die, die eben genau diesen akademischen, gebildeten Hintergrund hatten, sehr viel besser dran als diejenigen, die eben diesen Hintergrund, sozialen Hintergrund nicht haben. Und die Verlierer in diesem Spiel geworden sind. Dazu gibt es eine sehr schöne Studie, auch wieder von Hartmut Häusermann und Mitarbeitern, wo in einem einzelnen Haus gezeigt wird, wie ganz unterschiedliche Resultate entstanden sind aus diesen unterschiedlichen Kräfteverhältnissen. Also in der Tat ist unter den gegenwärtigen Bedingungen Gentrifizierung mit starker Verdrängung verbunden. Also die Mischungsverhältnisse, die am Anfang noch schön sind und existieren, ändern sich zugunsten einer Seite. Das muss aber nicht unbedingt so sein. Und übrigens haben die Städte selbst natürlich auch Interesse. Das bringt Steuern, das bringt Image und so weiter. Also das Ballyhoo, das dann in den Prenzlauer Berg auch zum Beispiel in der Zeit oder in der Süddeutschen gemacht wird, das spricht dafür. Dass die Mischungsverhältnisse nicht so schnell kippen müssen, dass es eine Stabilisierung geben kann. Dafür gibt es für mich ein selbst sehr überraschendes Beispiel. Ich habe in den 80er Jahren ein paar Jahre in der Lower East Side in Manhattan gelebt und damals war es also eigentlich noch ein Slum. Aber das Gespenst der Gentrifizierung lauerte um die Ecke, lugte um die Ecke und es wurde, als die ersten Galeristen einzogen, schon das Ende dieses Viertels vorhergesagt. Wenn ich heute hingehe, und ich gehe eigentlich regelmäßig immer wieder dahin, dann zeigt sich in der Tat, es gibt die mit Kameras und so weiter beobachteten Häuser, aber es gibt immer auch noch den Reis- und Bohnen-Store mit kubanischer Geschichte und es gibt immer noch Puerto Ricaner auf der Straße und es gibt immer noch öffentlichen Wohnungsbau. Und das ist das Entscheidende. Dass also diese Nachbarschaft auf einem bestimmten Niveau zumindest, natürlich nicht mit dem Alten, aber auf einem bestimmten Niveau relativ stabilisiert wurde und Leute da immer noch eine Chance hatten, langfristig zu wohnen, weil es diesen öffentlichen sozialen Wohnungsbau gibt. Ich weiß nichts über Mietpreisbindungen, ich weiß nichts, wie sich das in Zukunft darstellen wird, aber das scheint mir der Punkt zu sein. Wenn man Mischung will, und es gibt gute Gründe dafür zu sprechen, muss man zweierlei tun. Man muss durch sozialen Wohnungsbau diese Quartiere stabilisieren. Und damit aus dieser Mischung nicht nur ein Nebeneinander wird, in dem die Leute nebeneinander herlaufen und sich misstrauisch beäugen, müssen auch organisierte Initiativen stattfinden, die gewissermaßen etwas gemeinsam bewirken. Und deshalb sind die Schulen solche zentralen Ankerpunkte für solche Initiativen. Also sie können es werden. Und
alles andere funktioniert nicht. Und bei allem anderen läuft es darauf hinaus, dass früher oder später es kippt und die Mischungsverhältnisse zugunsten einer Seite aufgelöst werden. Ja, Sie haben die Bedeutung des sozialen Wohnungsbaus herausgehoben. Das würde ich unbedingt teilen. Die Frage ist, welche Chancen haben wir denn auf einen großartigen Wiedereinstieg? Denn das müsste ja sicherlich auch in einer relevanten Größenordnung passieren. Ich weiß nicht, ob man das einfach auf Stadtebene so entscheiden kann. Es müsste ja im Prinzip eigentlich einen Wiedereinstieg des Bundes in die Wohnungsbauförderung geben. Und welche Chancen gibt es denn darauf, politisch dafür die Bereitschaft zu wecken? Im Moment keine. Kaum welche. Vielleicht doch welche. Also ich denke, es wird entscheidend davon abhängen, ob sich um die Wohnungsfrage so etwas mobilisieren lässt wie um andere öffentliche Güter. Also so etwa wie um die Wasserinitiative oder die Energieversorgungsinitiative. So etwas müsste es für Wohnung als öffentlichem Gut geben. Das ist allerdings etwas komplizierter, weil die Wohnungsmärkte segmentiert sind. Also der Strom, der kommt allen zugute und das Wasser kommt allen zugute und alle haben Interesse daran, irgendwie, dass man nicht allzu viel davon bezahlt und vor allem, dass nicht braune Brühe rauskommt, sondern dass die Leitungen intakt gehalten werden. Bei den Wohnungen ist das komplizierter, weil es genau eben diese Quartiers- und Straßenzug und was für sich Unterschiede gibt. Und weil Wohnungen sehr viel unmittelbarer zum Spekulationsobjekt gemacht werden können, als es ein Gut wie Wasser ist. Wasser kann man nicht kleinteilig zerlegen und liefern. Mit der Energie kann es etwas anders werden, wenn wir mehr dezentrale Systeme haben. Aber mit Wohnungen ist das möglich. Also von daher ist in der Qualität von Wohnen selbst gewissermaßen eine Erschwernis. Auf der anderen Seite sind die Bewegungen, die sich an der Wohnungsfrage melden, sehr stark mittelschichtorientiert und mittelklassenorientiert. Also der Kampf das Tempelhofer Feld, die Wohnungen, die da angeboten werden sollten, das wurde erstmal abgeblockt. Aber nicht unbedingt, vielleicht, die Mindestgrenze war, ich glaube, 8 Euro war ja angeboten. Das ist interessanterweise, wenn man die Literatur liest, gilt das als ein ziemlich hoher Einstiegspreis für die Berliner Mieten inzwischen. Der Durchschnitt liegt drunter. Ja, also das galt gewissermaßen als das soziale Zuckerchen. Und hier geht es um was anderes. Hier geht es um einen sozialen Wohnungsbau, der es ermöglicht, unterhalb der Marktmieten auskömmlich wohnen zu können. Und dafür Koalitionen zu finden, ist sehr viel schwieriger. Und wenn man die gegenwärtigen Initiativen sieht, geht es ja darum, es sollen Wohnungen gebaut werden, aber die Hintergrundidee ist immer noch so ein bisschen dieser Sicker-Effekt. Wenn die Mittelklassen zufriedengestellt sind, dann wird auch irgendwas abfallen für die anderen. Und die indirekten Subventionen von sozialen Wohnungsbau, da habe ich ja gesagt, die haben im Moment ihre Grenzen. Was bleibt, ist Anhebung der Individualförderung, des Wohngelds. Das schafft aber keine neuen Wohnungen und es dämpft auch nicht unbedingt die Wohnungsmieten. Und vor allem, es verhindert auch nicht Diskriminierungen am Wohnungsmarkt. Denn immer noch muss erstmal der Vermieter die Tür öffnen, damit jemand da einziehen kann, bevor er Wohngeld kriegen kann. Sie haben von der Rolle der Städte gesprochen, der aktiven Rolle, dass die durchaus einen Unterschied machen kann. Wenn ich jetzt mir verschiedene Städte angucke, wie die sich verhalten, ist es ja durchaus auch unterschiedlich. Also wenn man zum Beispiel München, also ich weiß nicht, vielleicht haben Sie einen anderen Eindruck von der Praxis, aber ich habe eigentlich den Eindruck, dass München schon sehr lange versucht, in diesem Bereich sozialer Wohnungsbau tätig zu sein, auch sozusagen Investoren in die Pflicht nimmt, Mietwohnungsbau zu bauen, sich an den Infrastrukturkosten auch zu beteiligen. Also es ist sozusagen eine
ich sage jetzt mal, interventionistische Politik, wenn man so auf dieser Stadtebene das so betrachten kann. Hamburg baut jetzt auch sehr stark Wohnungen, aber da gibt es auch andere Beispiele, wo eben also sehr stark in Großprojekte investiert worden ist, was eigentlich eher die Gentrifizierung angetrieben hat. Also Städte können ja auch eine sehr aktive Rolle dabei einnehmen und das auch bewusst darauf setzen, das haben Sie ja auch erwähnt. Wie schätzen Sie diese Unterschiede ein? Also wie stark sind da sozusagen die Spielräume? Wie weit kann man die noch ausreizen? Wo sind da sozusagen die Anhaltspunkte, dass Städte da andere Akzente setzen? Denn Städte sind ja nicht alle arm. Ja, also Berlin ist immer noch recht arm. Aber Berlin hat einen großen Vorteil gegenüber den anderen genannten Städten. Es hat Raum. Und mit diesem Fund kann die Stadt Berlin eigentlich wuchern. Aber das ist genau der Punkt. Ich habe auch gerade von einer, also die Grunderwerbsteuer, die Frage der Grunderwerbsteuer könnte ein Hebel sein, um genau da Bedingungen zu knüpfen in Richtung Sozialwohnungsbau. Das ist zumindest also erstmal ein Instrument, das Berlin wahrnehmen könnte. Was die anderen Städte betrifft, sind sie einerseits reicher, wohlhabender, andererseits haben sie genau diese Engpässe sehr viel stärker als die Stadt Berlin. Die Frage ist immer nur nach den Proportionen. Und ich denke schon, dass ohne ein Bundesprogramm des sozialen Wohnungsbaus, das nicht in ausreichendem Maße wird bewerkstelligt werden können. Was zunächst mal gut ist, ist, dass diese Verkaufswelle, die Privatisierungswelle von Wohnungsbeständen gestoppt wurde. Ich muss daran erinnern, dass auch der Freiburger grüne Oberbürgermeister mit dem Gedanken gespielt hat, die Freiburger öffentlichen Wohnungsbestände zu verkaufen. Da hat besagter Hartmut Häusermann mächtig dagegen geredet. Und ich glaube, es ist auch dann Gott sei Dank nicht dazu gekommen. Also das ist gestoppt, aber es ist schon genug Schaden angerichtet. Die Frage nach dem Aufforsten, gewissermaßen nach der Richtungsänderung, das beginnt natürlich jetzt bei einem niedrigeren Niveau. Das gilt auch für München, das gilt auch für Hamburg. Vor allem die Rolle der Wohnungsbaugesellschaften ist da immer noch überaus zwiespältig. Ich habe mich gerade auf einer Tagung in Hamburg belehren lassen, die Saga, das ist eine Aktiengesellschaft. Und die Aktiengesellschaft sagt, ja, wir lassen uns nicht reinreden. Ihr könnt uns nicht einfach sagen. Das heißt aber natürlich, die Stadt als Großaktionär kann natürlich entscheidende Hebel dann doch ansetzen und die Politik bestimmen. Und die Frage ist, sollen diese Wohnungsbaugesellschaften einfach die Haushaltslöcher stopfen oder für irgendetwas anderes herhalten oder sollen sie ihr Geld so investieren, dass erschwinglicher Wohnraum unterhalb der Marktmieten aufrechterhalten wird. Das sind politische Entscheidungsfragen. Insofern Ihre Ausgangsfrage noch einmal. Ich bin im Moment, was die politische Konstellation betrifft, nicht sehr optimistisch, aber weil es eine politische Konstellation ist, denke ich, sie kann verändert werden. Ja, vielen Dank. Ich möchte gerne, bevor die Sonne untergeht, Ihnen die Gelegenheit geben, Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen hier zu stellen, dass wir eine Diskussion hier im Saal haben. Wir haben auch ein Saalmikrofon, also Freiwillige vor. Da ganz hinten war, glaube ich, der Erste. Es wäre nett, wenn Sie sich kurz vorstellen könnten, woher Sie kommen. Ja. Schon an? Ja. Matthias Bachmann aus Berlin. Ich habe mal eine Frage oder eine Nachfrage, was genau Sie mit sozialem Wohnungsbau meinen, weil also meinen Sie Wohnungsbau, der sozial ist, oder sozialen Wohnungsbau? Weil das ja ein sehr spezielles Modell ist, bei dem im Grunde mit staatlichen Geldern private Investoren subventioniert werden und wo am Ende dann eben das Gegenteil von dem dasteht, was Sie gefordert haben, nämlich dass Wohnungen Gemeingut sind. Beim sozialen Wohnungsbau sind nämlich Wohnungen hinterher in Eigentum von privaten Investoren, die nach dem Wegfall der Mietpreisbindung die Mieten im Grunde gefühlt ins Astronomische steigen lassen können. Und das wäre ja genau das Gegenteil von dem, was Sie eigentlich gefordert haben. Also meine Frage ist, was meinen Sie mit sozialem Wohnungsbau, also mit dem Begriff?
Ich sammle erstmal hier, da war noch eine, bitte. Gut, danke schön. Mein Name ist Kerstin Dörhöfer. Ich möchte auf einen kleinen Irrtum, der auch darauf eingeht, hinweisen. Sozialer Wohnungsbau, wenn er neu gebaut wird, ist immer teuer wie Neubau ist und die Baukosten steigen. Das heißt, Neubau wird immer teurer sein als das, was davor ist. Das Wesentliche ist dabei, man kann dann die Mieten nur regulieren, indem man Kostenmieten festlegt, Bewilligungsmieten festlegt, haben wir alles in den Nachkriegsjahrzehnten gehabt. Die Modelle gibt es alle oder eben Individualförderung macht. Aber wenn es Neubau ist, ist es immer nur eine Erweiterung des Angebotes. Und wenn derzeit die Förderung kommt, wir brauchen neuen öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau, heißt es nur, wir kriegen mehr Wohnungen auf dem Markt, mehr erstmal gar nicht. Was billig ist, ist immer nur Altbau. Und das muss die politische Prämisse sein. Der Kampf um die Erhaltung des Altbaus, denn nur darin findet sich preiswerter Wohnungsbau, weil er eben schon abgeschrieben ist und weil da die Mieten dadurch erschwinglicher sind. Da, ja. Ja, also Manfred Bär ist mein Name, aus Tempelhof. Es ist immer in der Diskussion die Rede viel von den Stadtteilen, die aufsteigen. Sagen wir mal, Kreuzberg, Friedrichshain in Berlin, Prenzlauer Berg natürlich. Was ist mit den Stadtteilen, die auf der anderen Seite absteigen? Die muss es ja auch geben. Also wohin die Verdrängten verdrängt werden? Ist das in Berlin zum Beispiel Hellersdorf oder Spandau? Und was passiert da? Also was passiert da mit den Schulen? Was passiert da mit den sozialen Spannungen? Was passiert mit den Menschen, die dahin verdrängt werden und mit den Lebensverhältnissen dort? Wenn die nämlich da immer unerträglicher werden, dann führt das ja auch dazu, dass die Menschen da weg wollen. Also warum sind die immer so im Windschatten der Diskussion? Diese Stadtteile verdrängen heißt ja, man muss ja irgendwo hin, wo es noch diese billigen Mieten gibt. Und wenn da immer mehr Druck auf diese Restgebiete ist, dann steigen da ja auch wieder die Preise, denke ich mal, weil ja die Nachfrage steigt. Wie stellt sich da die Lage dar? Da ganz hinten war noch eine Wortmeldung. Wortinger ist mein Name. Ich bin zeitweilig hier in Berlin auch in dem städtbaulichen und stadtplanerischen Bereich tätig gewesen und habe aus diesem Zusammenhang heraus auch die Frage, was der Vorredner schon sagte, Sie unter sozialen Wohnungsbau verstehen. Ich denke, Berlin ist selbst auch ein Beispiel, wenn man in die historische Dimension hineingeht, ein Ort, wo man unterschiedliche soziale Wohnungsverhältnisse, die geschaffen wurden, besichtigen kann, auch heute noch. Und möchte wegführen von dem nur geförderten sozialen Wohnungsbau, wie er hier verstanden wurde in West-Berlin, als ein Finanzierungsinstrument, der nach einer gewissen Zeit oder das nach einer gewissen Zeit abgebaut wurde und eben an die Hedgefonds veräußert. Und in dem Zusammenhang denke ich an eine Siedlung, die von der GEHAG damals veräußert wurde und zum Beispiel von Gewerkschaftsähnlichen oder von Schriftstellerverband der Bühnengenossenschaft errichtet wurde, die Künstlerkolonie, die dann als genossenschaftliche existierende Siedlung veräußert wurde. Und in früheren Zeiten, auch im 19. Jahrhundert, gibt es Beispiele für sozialen Wohnungsbau hier in Berlin oder auch die Mischung, die kleinräumige, die schon immer das Hinterhaus für den Arbeiter, für die einfache Bevölkerung, das Vorderhaus für den Bürger, eine sozialpolitisch fragwürdiger Impetus vielleicht dabei, aber da sollte auch der Arbeiter vom Bürger lernen. Also diese Fragen, was ist sozialer Wohnungsbau, den man diskutiert, sollte man vielleicht hier mit in Betracht ziehen. Hier vorne ist noch eine Frage, dann machen wir gleich den sozialen Wohnungsbau auf dem Podium weiter. Warten Sie vielleicht noch mal kurz auf das Mikro. Mein Name ist Frank Wende, ich komme aus Berlin-Spandau. Mich würde mal interessieren, wenn wir schon die Städte bewohnbar machen, müssen wir nicht auch sehen, dass das Umfeld der Städte attraktiv genug ist, der Stadtviertel attraktiv genug ist. Ich denke an die Begrünung von Stadtvierteln oder dass wir einen See irgendwo hinlegen.
wo steht der Städte gerne am Abend, steht da gerne am Abend, wenn die Sonne noch scheint, spazieren gehen können oder einen Forst aufrichten innerhalb der Stadt. Die Stadtviertel müssen auch begrünt werden. Und daran sollte man denken, denn das zieht doch auch gerade die Städter an und die mieten denn gerne Wohnungen. Außerdem muss die Infrastruktur gefördert werden. Es müssen Schulen gebaut werden oder Krankenhäuser etc. etc. Darauf muss man auch achten. Ja. Und die Verkehrsstruktur. Wir müssen eine gute Verkehrsanbindung zu den Stadtvierteln haben, dass die Städter es leicht haben, einzukaufen oder mal wegzufahren und Bekleidung zu kaufen irgendwo. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne an Herrn Kronauer das Wort wiedergeben. Es waren sehr viele Fragen zum sozialen Wohnungsbau. Ja, also mir schwebt eindeutig, ich meine gerade diese privaten Wohnungsbau subventionierenden mit der Verpflichtung einer zeitlich befristeten Mietpreisbindung, diesen sozialen Wohnungsbau, diese Förderung meine ich nicht. Ich denke, die zeigt gerade ihre deutliche Kehrseite. In Berlin ist diese Verknappung zum Beispiel in einem erheblichen Maße durch das Auslaufen der Mietbindung im Moment beschleunigt. Also es geht schon darum, einen Sozialwohnungsbau, der in genossenschaftlicher oder öffentlicher Hand ist, der Zugangsregeln entwickelt, die natürlich immer zwischen den Extremen, also Belegrechte der Stadt, und alle, die über einen bestimmten Einkommen sind, müssen raus. Das war ja eines der großen Probleme dann der Konzentration in bestimmten Wohnungsbaukomplexen. Dazwischen seinen Weg finden muss. Da gibt es viele Fragen. Und ich würde auch mal sagen, es geht nicht darum, sich auf ein Modell jetzt festzulegen. Sie haben mehrere angesprochen, historische. Und da würde ich, in dem Punkt würde ich wirklich zum alten Spruch zurückkommen, lasst 1000 Wohnbaugesellschaften blühen, lasst verschiedene genossenschaftliche Initiativen oder eben in öffentlicher Hand mit Kontrolle, mit demokratischer Kontrolle auch, verstärkte demokratischer Kontrolle, auch der Bewohnerschaft. In diese Richtung, denke ich, muss es gehen. Und es muss ein vom Markt geschütztes Wohnungssegment mit Langfristperspektive geben. Und im Moment sieht es nicht danach aus, dass das organisiert werden könnte in diesen Städten, vor allem angesichts der Zinsen, über den Umweg privater Bauträger. Das macht die Sache sehr teuer und es macht sie subventions, ja, da muss Geld rein. Andererseits, diese indirekten Subventionen waren auch nicht unbeträchtlich. Die Ausgaben für Wohngeld sind auch nicht unbeträchtlich. Also da findet auch eine gewisse Umschichtung statt. Und die Frage ist natürlich, welche Qualität will man? Und natürlich ist es auch zum Beispiel bei Genossenschaftsmodellen möglich, dass man eine Einkommensspanne einbaut, also bei den Zugangsrechten. Ja? Dass also auch die Bessergestellten höhere Mieten zahlen und andere damit mitfinanzieren. Da kann man sich ganz verschiedene Modelle, denke ich, überlegen und da muss man die Fantasie walten lassen, auch die Erfahrung. Dass Altbauten billig sind, gilt nur, solange sie in einem ziemlich maroden Zustand sind und schon gar nicht, wenn sie in Innenstädten mit einer interessanten Infrastruktur, Geschäftswelt und so weiter und Kneipen liegen. Das ist ja genau der Punkt der Gentrifizierung. Gerade diese Altstadt, also Altbauten sind eben besonders attraktiv in diesen Prozessen, die ich vorhin beschrieben habe. Neubau ist teuer und von daher geht es genau natürlich auch um eine politische Festsetzung von Zugangskriterien.
Es geht natürlich dann auch darum, den Filz, für den die neue Heimat damals stand, zu verhindern. Das ist also, das heißt, man weiß auch schon aus Erfahrung, dass bestimmte Moloche in dem Gebiet nicht laufen. Es geht aber vor allem auch darum, überhaupt eine nicht allein marktgetriebene Logik in den Wohnungsbau wieder einzuführen. Und das ist eine Überlebensfrage einer gewissermaßen einer sozialen Stadt heute. Und zwar wieder mehr denn je. Genau in der Situation, wo Städte wieder attraktiv geworden sind, Zuwanderung stattfindet, nicht mehr Abwanderung, wie das noch bis in die 90er Jahre der Fall war. Spandau, Südstadt, Hellersdorf, das sind Gebiete, in denen mehr arme Haushalte wohnen. Ich kann jetzt über diese Bezirke, was da im Einzelnen läuft, im Moment weiß ich jetzt, würde ich mir was anmaßen, ohne jetzt mich genauer erkundigt zu haben. Warum habe ich die Frage eher ausgeklammert? Weil das Thema Gentrifizierung war. Und deshalb habe ich die Gegenteil, das, was bedeutet, eben nur allgemeiner dargestellt. Aber es gibt natürlich doch einige generelle Aussagen, die möglich sind. Und auch aus Erfahrung, aus Untersuchungen, die ich zum Beispiel in Hamburg oder Kollegen hier in Berlin gemacht haben. Natürlich ist in Städten mit einer Konzentration von armen und arbeitslosen Haushalten und einkommensschwachen Haushalten die Infrastruktur in der Regel schlechter, was Ihren Punkt betrifft. Es ist, die Schulkonstellation ist eine andere. Also 80% Migrantenanteile müssen an sich kein Problem sein. Es ist kein Problem der Migranten, es ist ein Problem, ob die Schulen in einer solchen Konstellation in die Lage versetzt werden, die entsprechenden Lehrer, die entsprechenden Qualifikationen, die entsprechenden Umstände und Bedingungen aufzubieten, um auch diesen Schülern Chancen zu ermöglichen. Und das ist meistens in diesen Schulen so nicht der Fall. Dann gibt es einen Aufschrei von Schulseite, dann wird eine Modellschule, Rüdli Campus, initiiert, aber den Schulen in der Nachbarschaft geht es nicht viel anders als vorher. Also das sind dann in der Regel individuelle Initiative, es sind Vorzeigeprojekte, aber es ist keine Schulpolitik. Und da sind natürlich auch wiederum die Städte in einer sehr komplizierten Situation. Berlin und Hamburg und Bremen noch weniger, als weil sie Stadtstaaten sind und insofern natürlich auch Stadt und Land sind und Schulpolitik insofern näher aneinander liegen und Kommunalpolitik. In anderen Städten ist das sehr viel schwieriger. Aber da gibt es keine klare Politik und vor allem auch keine Politik in die Richtung, die ich mal als die positive Diskriminierung bezeichnet hatte und die aber ein ganz, ganz wichtiger Sprung wäre, sowohl im Blick auf eine Stabilisierung sozialer Mischung, als auch tatsächlich ein Schritt in Richtung auf Bekämpfung von Polarisierung und Zukunft, Eröffnung von Zukunftsaussichten für die nächste Generation. Ja, haben Sie weitere Fragen? Vielleicht diese Seite, die jetzt bislang sich noch nicht so beteiligt hat. Ja, danke schön. Martin Zickentrath, mein Name. Und zwar meine Frage lautet, sehen Sie am Horizont womöglich ein Ende dieses Trends der neuen Urbanität bereits durch demografischen Wandel, neue Verkehrsmöglichkeiten, autonomes Fahren, eine Rückwendung zum Land oder mehr dezentrale Möglichkeiten für Wirtschaftstreibende, etwas in dieser Richtung? Oder denken Sie, dass dieser Trend sich noch länger fortsetzen wird und der Druck auf die Städte noch zunehmen wird? Ja, vielen Dank. Da war noch eine Frage, die würde ich noch gerne mit dazu nehmen. Da ganz außen. Also, wenn man jetzt die Bundesrepublik West sieht, nach dem Zweiten Weltkrieg hat es ja enormen Mangel gegeben an Wohnraum, wurde der Schwarze Kreis
regulatorisch eingeführt für Westdeutschland, wurde dann im Zuge Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre sukzessive aufgehoben. Berlin galt dann noch bis Anfang der 80er Jahre als kleines, weil es die Überalterung hier drohte. Das ist alles weg, okay. Aber flankierend dazu gab es natürlich auch eine Umstellung der Wohnbauförderung im Sinne dieser Baudarlehen, also quasi nicht kapitalmarktfinanzierte Initiativen für Wohnungsförderung, insbesondere für einfache Leute, die ihre Ressourcen im Sinne von einer damaligen Selbsthelferbewegung, ein bisschen wurde das hier in Berlin, ja, gab es ja auch mal im Zuge der Hausbesetzung, dass man ein bisschen dann angeknüpft hat, leider eben nicht scharf getrennt, dass dann auch entsprechende Baugruppen, die dann quasi, weil das dann damals das Genossenschaftsrecht noch nicht auf kleinen Genossenschaften entsprechend geregelt war, das war das Dilemma, dass dadurch das Modell auch ein Stück weit dadurch in Ruf kam, beziehungsweise instrumentalisiert worden von sogenannten Baugruppen und so weiter. Sehen Sie eine Möglichkeit, ein Stück weit auch zumindest partiell wieder für eine Wohnungsbauförderung oder im Sinne dieses alten Modells, vielleicht ein bisschen modifiziert, aber dass man wegkommt von der reinen Kapitalmarktfinanzierung, wie damals, also 50er, 60er Jahre. Das wäre unbedingt notwendig, aber wo kommen, aber das, auch das ist natürlich eine Entscheidung, eine politische Entscheidung, solche Finanzierungsmöglichkeiten bereitzustellen. Und die Privatisierungswelle, die in den 80er Jahren begonnen hat und dann vor allem in den 90er Jahren forciert wurde, die wird ja auch politisch unterstützt. Nicht zuletzt auf der europäischen Ebene. Also wir haben natürlich, wir haben verschiedene Probleme. Also die Private-Public-Partnership-Initiative hat natürlich auch was damit zu tun, dass den Städten Schuldenbremsen aufgelegt sind, dass die Verschuldung gestoppt werden soll. Also man wendet sich an den privaten Markt, man schiebt Aufgaben an Firmen und private Kapitalgeber ab, weil die Städte sich davon erhoffen, dass sie damit ihre, und zum Teil tricksen sie auf diese Weise in ihren Budgets, weil sie hoffen, damit genau der Schuldenbremse zu entgehen. Also auch hier sind die Weichen im Moment zunächst mal in die andere Richtung gestellt. Trends. Ich kann eigentlich nur eine Sache sagen, die mit der Einführung der neuen Technologien, das Internet, und wurde eigentlich schon genau mehrfach das Ende der Städte vorausgesagt. Und alles spricht dagegen. Es gibt sehr, sehr viele Gründe dafür, dass selbst im Internetzeitalter und gerade auch in der Geschäftswelt, die sich dieses Internets bedient, sozialräumliche Nähe notwendig und gesucht wird. Also nicht umsonst ist bis heute das Zentrum der Weltfinanz auf relativ wenigen Quadratmetern in einem Zipfel auf einer Insel konzentriert. Oder auf relativ wenigen Quadratmetern in London. Also das ist eine Utopie gewesen, ob negativ oder positiv gesehen, eine Utopie, dass physische, räumliche Nähe überflüssig würde dadurch, dass man mit allen kommunizieren kann. Auch diese Kommunikation findet von Standorten aus statt, in denen man wechselt, von denen man wegfährt oder wegfliegt und wieder hinkommt. Aber es gibt gute, auch ökonomische Gründe für diese Konzentration. Die hat in letzter Zeit eher wieder zugenommen. Und auch die Suburbanisierung in den Wohngebieten ist ja nicht zu Ende, findet ja auch noch statt. Aber es gibt eine Gegenbewegung. Worüber wir nicht gesprochen haben heute, ist natürlich das Phänomen der schrumpfenden Städte, der Entvölkerung bestimmter Landstriche auch. Und das ist aber ein ganz eigenes Problem. Und die Frage, ob man das in eine Chance umwenden kann, das ist eine eigene Diskussion, die man als solche mal vielleicht unter S schrumpfende Städte dann ansetzen kann.
Ja, ganz herzlichen Dank. Damit haben Sie ja sozusagen schon mal den Kreis geschlossen. Wieder, ja, es dämmert sehr stark. Deswegen bleibt mir jetzt nur noch Ihnen sehr herzlich zu danken für Ihren Vortrag und die Diskussionsbeiträge, für diese sehr spannende politische Diskussion, wo es sicherlich noch viel dazu zu sagen gibt und wir das auch politisch weiterverfolgen werden. Ich habe mir jetzt gemerkt, was Sie uns ins Stammbuch geschrieben haben. Eine Nicht-Marktlogik in den Wohnungsbau bringen, eine sehr voraussetzungsvolle Sache, und die positive Diskriminierung von Schulen, die es schwer haben an schwierigen Standorten. Ich denke, das sind große politische Aufgaben und da haben sicherlich alle hier was zu tun und werden das interessiert verfolgen. Ich danke auch Ihnen für Ihr Interesse und die Diskussionsbereitschaft und möchte ganz gerne die Einladung nochmal wiederholen, dass Sie gerne noch hier bleiben können und bei einem Schluck Wein und einer Brezel sich noch austauschen unten in der Cafeteria. Und auch hier nochmal der Ausblick auf das nächste Mal. Am 27. April kommt der Buchstabe H dran. Mit dem Stichwort Humor. Also ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause und bis zum nächsten Mal.